firmly convinced in necessity of passing the torch of knowledge, whatever form or substance, at my adept and without a fear of. Sag mal, Moonlight, Pumpkin Mask, what next? I just hope it isn't some ginormous spider I'd have to walk in here. Did I mention how much I hate spiders? Not much, really. Ja, ich hasse sie auch, aber. Wow. What the f. Okay. What is this nonsense? I need a key of some sort. Ja, das ist richtig. Okay. Wäre das hier, warte mal. Back and forth, we try to code, we try the code and miserably fail. Find a letter symbol link, which will raise the Hesse veil. Wie funktioniert das? Ah, hier oben wählt man das Zeichen aus. Ich hätte gern dieses komische, wie ein Messer aussehende Zahn. Okay, oder auch nicht. Mist. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben noch in der Lobby was. Also die das die Tür zu knacken. Tja, jetzt bin ich halt leicht aufgeschmissen, denn ich hasse diese Art Rätsel. Ich hasse sie wirklich. Lass mich mal eben schauen, was haben wir denn im Journal drin? Lemuel's Cafe, Special Spy, Grinchverse, Conspiracy. Ich bin gerade mal auf der Suche. Ich bin gerade mal auf der. Kann das ein U sein? Put all of the. Genau. Ich hab doch, also doch recht gehabt, dass es ein U ist. Put, so, jetzt brauchen wir dieses komische Ding, was aussieht wie ein Besen. Weil dann stimmt es nämlich mit put und the auch wieder. Put all off. So, wir brauchen den Globus. Und dieses komische Ding, was aussieht wie ein Katzengesicht mit dreieckigen Ohren und einem Herz in der Fresse. Okay. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das hier ein M ist. Shape. Teresalti. Könnte das dann weitergehen? Haben wir noch einen Beweis, dass der Blitz da ein S ist? Sputu, take the Sputu. Nee, ich bin da noch so ein bisschen am Zweifeln. Wo haben wir denn hier noch Blitze? Sucker. Her. From. A. Her from a Bloodsucker. Es ist wie.
Es ist wirklich ein S. Es ist wirklich ein S. Okay, wir brauchen einen Blitz. Da ist er. Der Mensch, das Menschlein hier, das ist auf jeden Fall ein M. Ich bin hier gar nicht mal so schlecht. Das erstaunt mich gerade. Ich bin total fasziniert von mir selber gerade irgendwie. Blattsacker, das ist ein D, was aussieht wie so ein Spinnennetz. Okay, Trick or Treat. Sputum smeared. Bake it. Okay, das da unten bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, Ruhe. White Spite. Dieses Atomzeichen hier. Hassel, aber Moor. Squashes. Wenn der Grabstein ein Q sein sollte, was wird denn dann aus dem Ganzen? Wir haben doch nicht nur einen, wir haben doch nicht nur einen Grabstein. Hallo? Echt jetzt? Really? Herr from a Bloodsack. Warte mal, verdammte Axt, das ist ein Dings, das ist ein Backrezept. Oder überhaupt ein Rezept? Okay. Preparation. Dann ist das, was ich vorhin im Stillen schon, ich weiß nicht, nee, gesagt hatte ich es glaube ich nicht. Das Atomzeichen ist ein N. So. Snow White Spite. Dann wäre die Flasche, wäre dann ein W. Nein, nein, nein. Ja. Water and, okay. Jetzt bin ich gerade am gucken. Haben wir noch was offen? Dry, das Resulting. Dann ist der Gehstock könnte ein Y sein. Und dieser angekreuzte Kreis wäre ein G wie Gustav. So. Gravedigger. So, dann wäre die Missgabel wär ein V. Missgabel, da ist sie. Wahrscheinlich hätte ich nur einmal nach links drücken müssen vorhin. Ah, halt, da, V. Okay. Trick or treat. Three moon. Ist es Bonbon dann ein J? Three moon enjoyers. Aha. Update. Ich bin fasziniert. I did it. I found a recipe for the magic chalk apparently used to open the portal to Halloween World. Okay, also das ist tatsächlich ein Rezept, um diese magische Kreide zu wie will ich sagen, herzustellen, um das Portal zur Halloween Welt zu öffnen. It comes with a note that its use is restricted to underground, but I already suspect that it leads to that strange wall in the basement of my house. The book is now vibrating with a strange energy. The wheels are in motion. Let's do this. Preparation. Nee, beziehungsweise Trick or Treat. Three Moon Enjoyers. Hair from a Bloodsucker. Five Immature Squashes. Deswegen brauche ich halt eben noch diesen fünften. Ich habe ja nur vier. Mir fehlt nämlich noch ein Kürbiskern. Hänsel and Gretel's Trail. Okay.
Snow White's Spine, Gravedigger's Coat. Aber. Hä, hatten wir das nicht? Ah, da, das ist ein M. Mildew's Older Brother. Put all of the ingredients in the boiling water and stir for 1 minute. Also alle Zutaten sozusagen in heißes Wasser geben und mal für eine Minute einfach so ein bisschen ziehen lassen. Trockne die daraus resultierende Masse sozusagen. Shape it as a sugar. Hard and offer it to the other side as a candy. Take the sputum, smear chew and bake it. Okay, also die Masse letzten Endes, die daraus resultiert, müssen wir so, naja, ähnlich verarbeiten wie so ein Bonbon. Ihr kennt ja, wenn ihr so ein Bonbon in der Hand habt, das klebt ja, bappt ja dann auch, gerade vor allem, wenn man vielleicht sogar feuchte Hände hat. Und diese Masse letzten Endes, die muss gebacken werden. Ich bin überwältigt. Okay. Ich sag schon wieder M. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob euch das stört, wenn ich während Let's Plays immer wieder M sage. Das hört sich doch gleich an. Aber ein anderes... Aber ein anderes Werkzeug kann ich auch nicht auswählen. Es muss mit dem hier gemacht werden. So, was haben wir denn hier noch vorher? Ich überlege gerade, weißt du, ob ich vielleicht... ob ich vielleicht irgendwo noch einen Hinweis finde. Ich fürchte aber leider nicht. Go and feed Lester. Ich fürchte aber leider nicht. Können wir das mal... Oh Mann. Really? So, ein Apple. Ein Apple ohne Toast. Der Toast wird, glaube ich, jetzt gerade getoastet. Das erinnert mich an die Folge von Alf. Ah, Krumen. Krümel. Als sich den... Und ja, ich gehöre zur Generation, die mit Alf aufgewachsen ist. Als er sich den sprechenden Toaster da gekauft hat. Okay. Der dann im Prinzip angekündigt hat, wenn der Toast fertig war. Ingredients, if you please. Achso. Aber was haben wir da hinten? Kitchen Table, das ist das gleiche. Dann haben wir hier unten Backofen. Ah, Bonbon. Oh, nee, ah, der letzte im Bunde. Jetzt pass mal auf, ich muss mal eben, oder, so, wir nicht schließen, Mann. Wir müssen mal eben schauen. Ach so. Hat er das hier drin nicht abgebildet? Oh Mann. Jetzt muss ich also wirklich nochmal schauen, oder was? Yeah. So, hallo. Hä? Okay. Ich kann mir das Halloween-Buch nicht angucken. Na gut. Vielleicht kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir heißes Wasser brauchen. So, deswegen den Topf mal... Nun, da rein, weißt du Bescheid. Und auf den Herd zurück. Den Topf darauf. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen kochen. Ja.
Ich glaub's nicht. Ich koch jetzt vor euch. Naja.